Ach so, man will. Ah! Okay, daran liegt es. Da ich mich so langsam bewegt habe, liegt einfach daran, dass ich immer dauerhaft im Feuermodus war. Ich hätte einfach, wenn ich nur mich aufs Ausweichen hätte konzentrieren wollen, hätte ich einfach mal nicht feuern drücken sollen. So, das ist es also. Okay, na, das werde ich mir dann mit der Belegung und so weiter fürs nächste Mal nochmal angucken. Dann wird es vielleicht da ein bisschen besser laufen. Auf jeden Fall gut zu wissen. Danke für die Hinweise und die Tipps. Das gucke ich mir dann auf jeden Fall nochmal an. Und ja, ist auch logisch, wenn man ordentlich zielen will beim Schießen, dass man da dann ein bisschen langsamer ist. Hätte ich mir denken können. Sprich einfach, wenn ich mich aufs Ausweichen konzentriere, nicht schießen. Und dann, wenn ich mich in Sicherheit wiege, dann schießen. Hast du Tipps für Tokio Mitte November? Irgendwas, was man zu der Zeit gesehen haben sollte. Mitte November. Mitte November. Die Winter Comic Con ist ja erst im Dezember. Tokio Mitte November. Die beiden Male oder die drei Male, die ich bis jetzt in Tokio war, waren jeweils im August, September und im März. Ich glaube, in Tokio ist eigentlich egal, wo immer irgendwo in einem Stadtviertel was los, aber ganz konkret wüsste ich für Mitte November jetzt spontan nichts, dass da irgendwo was Spannendes stattfindet. Mitte November kann es sein, dass da eventuell in einigen Parks schon schön die Herbstlaubfärbung zu sehen sein könnte. Also das ist aber keine Garantie, das ist manchmal auch erst... warte mal, was war es? Mitte November, ne? Ja, das ist, kann auch manchmal Anfang oder Ende November sein, je nachdem wie die Witterungsverhältnisse sind. Und da ist es dann aber in der freien Natur auch deutlich schöner als, glaube ich, in den städtischen Parks in Tokio die Laubfärbung in Japan zu betrachten. Deswegen, sorry, da kann ich leider nicht mit ganz konkreten Tipps jetzt dienen, aber eigentlich in Tokio, egal zu welcher Jahreszeit, findet man, glaube ich, wenn man will, immer was zu tun. So, auf jeden Fall Maskulin und Methylium, danke auch, wie gesagt, nochmal für die Tipps, die werde ich mir merken fürs nächste Mal oder vielleicht nach dem Stream dann nochmal reingehen ins Spiel und schauen, wie ich die Tastenbelegung umstellen kann, weil das war mir gerade irgendwie, wie ich das machen kann, nicht so wirklich klar geworden. Und dann zocke ich das vielleicht bei einem weiteren Stream dann im Auslandsjahr vielleicht nochmal an, wenn ich privat nochmal ein bisschen geübt habe, ohne dass alle mitsehen, wie ich mich da elendig blamiere. So. Ansonsten steht die Frage an, was zocken wir als nächstes? Nekopara war schon mal als Wunsch genannt. Ansonsten kann ich, wie gesagt, Helen's Mysterious Castle, also was RPG-mäßiges anbieten, oder Mekken of the Planet Tree, oder Rabi Ribi, was nochmal so eine, was vielleicht ein ganz guter Übergang wäre von Bullet Hell, was wir gerade gespielt haben, Richtung RPG oder Visual Novel bei Rabi Ribi. Für Katzen. Achso, vorhin wurde auch irgendwas gepostet, ein Link noch im Chat, den ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Was war denn das oder wo war das? Achso, ja, den Kommentar habe ich ganz vergessen noch zu kommentieren. Den Kommentar kommentieren. Und zwar, du hast mehr Abonnenten hier als der komische 14-Jährige, der dir einen Push geboten hat. Na gut, der hat ja nur meinen Zweitchannel gesehen. Er hat tatsächlich 270 Abonnenten und ich habe 195 oder so auf dem Zweitchannel. Der weiß ja nicht, dass ich mehr als 3000 auf meinem Erst-Hauptkanal habe. Generell will ich auch mal eine Aussage machen zu diesen ganzen Kooperationsanfragen. Und also, dieser Push war schon ziemlich dreist, dass er meint, klar. Ich mache ein Programm, um kleine YouTuber zu pushen, sagt jemand, der 270 Abonnenten hat. Zu jemandem, der 195 hat, also auch nicht so viel weniger. Ich musste lachen. Das war einfach sehr witzig. Deswegen, der war erst in einem Spam-Ordner gelandet, im Spam von YouTube automatisch erkannt. Ich habe ihn dann einfach genehmigt, einfach weil ich es so lustig fand und es nicht vorenthalten wollte. Generell werde ich es ja einfach so machen, dass ich generell irgendwelche YouTube-Kooperationen und so weiter, das werde ich auch am Sonntag nochmal ankündigen, in einem Videolog und vielleicht nochmal ein extra Ankündigungsvideo, dass ich nur Kooperationen mache mit Channeln, die auch thematisch irgendwie in meine Richtung sind. Und ich halte einfach nichts von diesen sich gegenseitig abonnieren unter kleinen YouTubern, um sich irgendwie nach oben zu pushen, weil ich will eigentlich nur Channel abonnieren, wo ich wirklich weiß, dass ich da mindestens einmal im Monat oder so ein Video auch tatsächlich gucke. Und nicht nur sich gegenseitig abonnieren, um die Abonnentenzahl hochzutreiben, weil
Was bringt das, wenn man dann die Channel nicht guckt und dann eine schöne Abo-Zahl hat, aber die eigentlichen View-Zahlen sind doch das, was zählen, sozusagen. Also, dass wirklich was geschaut wird. So. So, Zeit für Katzen. Den Link wollte ich mir noch angucken, genau. Oh, Best Trap. Best Trap of ReZero. Die letzten zwei Folgen waren echt, ja, genau in dem einen Outfit von der einen Folge. Achso, es gilt natürlich wie immer, ich glaube, es sind noch einige Leute da, die bei ReZero hier noch nicht aktuell sind, wenn ich mich nicht irre. Also konkrete Spoiler und so weiter möglichst in den Kommentaren im Chat vermeiden. Und so ihr was nachfragen wollt, dann mache ich wieder irgendwelche Zeichen und so weiter, wann Leute wieder in den Chat gucken können und wann nicht oder so, oder wenn ich irgendwie was Spoilerisches sage. Genau, die Szene musste ich gerade auch denken. Jetzt habe ich gerade den zweiten Link angeklickt. Ah ja, schön. Der hat auch noch mehr, weil diese ganzen Push-Leute den liken. Ja, das ist echt die unterste Schublade. Und ich frage mich, was bringt es den Leuten? Es bringt ihnen nicht mehr Views ein, es bringt ihnen eine höhere Abonnentenzahl ein. Und wenn es jetzt den Leuten tatsächlich um den tatsächlichen Cash durch Werbeeinnahmen geht, bringen denen reine Abonnentenklicks, also Abonnentenzahlen nichts, weil was letztendlich zählt, sind die tatsächlichen Klicks auf Video, wo dann Werbung abgespielt wird. Also die Abonnentenzahl bei YouTube ist eigentlich ist ein Anhaltspunkt, aber ansonsten eigentlich vollkommen unabhängig, weil es gibt immer so viele inaktive Abonnenten. Wenn jemand 1 Million Abonnenten hat, aber pro Video 50 bis 100.000 Views, dann weiß man, dass da eben mehr als 80% inaktive oder unregelmäßige Zuschauer und so weiter sind. Und wenn dann eben von bei einem 250 Abonnenten Kanal 100 dadurch gekommen sind, durch seinen Push-Kampagne und so weiter, die ihn dann aber nie schauen, erhöht das seine Klickzahlen und so weiter auch nicht. Also mir erschließt sich einfach der Sinn dieser ganzen Taktik überhaupt nicht. Das ist einfach nur hirnrissig. Vielleicht ist es auch ein Zweitkanal eines größeren YouTubers, aber dann würde ich Werbung mit dem größeren Kanal machen und nicht mit dem kleineren. Oder das mit dem größeren Kanal posten und nicht mit dem kleineren. Ansonsten wirkt das einfach nur irgendwie unfreiwillig komisch. ja, tut mir leid, Chris, dass ich keine konkreten Vorschläge machen kann. Wie gesagt, Tokio, wenn ich jetzt, wo wir gerade so bei Werbung pushen und so weiter sind, wenn ich ganz krass Werbung machen kann, kannst du dir das Let's Play von Gogo Nippon, My First Trip to Japan, auf meinem Channel angucken, wo Montag die letzte Folge läuft, weil, oder selbst spielen im Idealfall natürlich, weil Gogo Nippon eigentlich tatsächlich so als interaktiver Reiseführer in Dating, als Dating Visual Novel oder Dating Sim tatsächlich ganz gute Anhaltspunkte bietet, was man in Tokio so machen kann und selbst mir Anregungen gegeben hat, wie das Kabuki-Sa, also ein Kabuki-Theater mal zu besuchen. Ansonsten sind eben die ganzen Viertel, wie was man in Akihabara machen kann, was man in Asakusa machen kann, was man Skytree, Tokyo Tower, Akihabara natürlich, Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Harajuku ist da dann auch noch mit dabei und so weiter und so fort. Also ja, im Prinzip in Tokio pro Viertel gibt es immer so 3-4 größere Anlaufpunkte, wo man unabhängig von der Jahreszeit eigentlich irgendwas machen kann. Ja, da kommt es dann eben auf die eigenen Präferenzen an. Wenn es eher ein bisschen kulturell sein soll, dann vielleicht Asakusa und den Sensoji da besuchen, also den Tempel. Wenn es popkultureller sein soll, Ikebukuro oder Akihabara und eventuell als Geheimtipp den Nakano Broadway. Wenn es ja, Shopping-Fashion-mäßig sein soll, Shinjuku, Shibuya und Nachtleben-technisch, unterhaltungstechnisch auch Ikebukuro natürlich und Shinjuku, Shibuya oder Ginza für die etwas höherklassigen und so weiter. Je nachdem, was konkret so die eigenen Vorstellungen sind, was man machen möchte, kann man zu jeder Zeit in Tokio eigentlich alles machen. Es ist eine Riesenmetropole mit Millionen von Menschen, deswegen, man findet da auf jeden Fall was. Fliegst du mit erster oder zweiter Klasse nach Japan und wie lange dauert der Flug bei dir meistens? Oha, die Frage habe ich gehofft, dass sie nie kommt. erste oder zweite Klasse gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Es gibt Economy Class, was sozusagen die Otto Normal Flugklasse ist. Es gibt Business Class, was dann... Ja, eigentlich gibt es da 3 Klassen. Also wenn man die möchte, so von unten nach oben. Dritte ist Economy Class, zweite ist Business Class und dann gibt es noch die First Class Sitze, also zumindest bei vielen Fluglinien. Es gibt auch, glaube ich, welche, die nur 2 Unterscheidungen haben. Allerdings ist es bei mir so, dass ich in der Familie
ein Familienmitglied habe, der beruflich Vielflieger ist und mir dadurch, dass er von diesen vielen, vielen Flügen eben auch viele Flugmeilen angesammelt hat, dass er mir über diese Meilen und nur einen gewissen Aufpreis, den er mir dazu gesteuert hat oder mir dazu geschenkt hat, ich tatsächlich mit der Lufthansa als Business Class fliegen kann. Ja, deswegen, das wird wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder so vorkommen. Ich glaube nie, dass ich in Zukunft, wenn ich dann selbst in Lohn und Brot hoffentlich mal stehe, wieder mit Business Class fliege. Aber tatsächlich fliege ich mit Business Class Lufthansa erst von Halle-Leipzig Flughafen nach Frankfurt. Von Frankfurt dann diesmal nicht direkt im Gegensatz zum ersten Auslandsjahr, sondern diesmal nach Shanghai auch mit Lufthansa. Mit dem Airbus A380, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre. Und dann von Shanghai nach 4 Stunden Aufenthalt geht es weiter mit ANA, also mit All Nippon Airways, nach Nagoya zum Chubu International Airport, wo ich dann Ortszeit am 21. September planmäßig um 16.45 Uhr ankomme und dann wahrscheinlich mit um 18, 19 Uhr mit einer Fähre von dem Flughafen, der ja auf so einer künstlichen vorgelagerten Insel von Nagoya südlich ist, in so einer riesigen Bucht, dann mit der Fähre übersetzen werde nach Zu. Und dort dann die ersten 5 Tage mir ein Hotel erstmal genommen habe, weil ich noch nicht weiß, wie ich ins Wohnheim, wann und wie ich ins Wohnheim reinkomme. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Flugtechnisch ist es also so, ich fliege am, dadurch, dass ich ja 4 Stunden Aufenthalt in Shanghai habe, keinen Direktflug, verlängert sich das Ganze ein bisschen. Direktflüge gibt es 10 bis 12 Stunden von Frankfurt bis nach Narita oder so. Kann man unterwegs sein. Ich bin diesmal 15.05 Uhr am 20. Am Mittwoch fliege ich los und komme Ortszeit, wie gesagt, 16.45 Uhr, einen Tag später an. Also, keine Ahnung, 36, 40 Stunden mit Zeitverschiebung oder irgendwie 32 bis 36 Stunden mit Zeitverschiebung habe ich dann, glaube ich, Flug. Irgendwie sowas in die Richtung. Gut, Kommentar danach von Hoff auf 92. Ich glaube, er fliegt Premium First Class durch seinen YouTube-Money. Ja, weil ich mit meinen unglaublichen 3 Milliarden Abonnenten so viel YouTube-Money reinholen kann. Ja, ich habe bis heute keine Folge gesehen, da ich, wie ich schon einmal gesagt, erst warte, bis alles draußen ist. Im Prinzip kannst du trotzdem am morgigen Samstag oder am Sonntag anfangen zu schauen, weil bis du dann die ersten 24 Folgen aufgeholt hast, wird am Sonntagabend um, wann erscheint sie bei Crunchyroll immer? 18, 19, 20 Uhr, wahrscheinlich dann die 25. Folge genau passend raus sein. Oh, ja, Nico schreibt, ich sollte immer noch die folgenden Kommentare lesen, dann muss ich nicht das wiederholen, was die Leute eh schon gesagt haben. Dann gab es schon einige Sachen 2014 durchgehabt, zumindest in Standard. Ja, also auch solche Sachen wie den Tsukishi-Markt, also den riesigen Fischmarkt, den es ja nur noch bis Ende diesen Jahres gibt, das Kabuki-Sa und als absolute Geheimtitte befindet sich in Shinjuku in dem einen Erotikladen. Oder war es doch in Akihabara? Nein, ich weiß es nicht. Nein, Geheimtipp ist eben noch, ich glaube, von Ikebukuro oder von Shinjuku oder Shibuya aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein bisschen in den Westen von Tokio hinein. Die Playlist hat wieder aufgehört. Eben der Nakano Broadway als Fan von popkulturellen Sachen. Also Stadtviertel oder Stadtteil Nakano mit dem Nakano Broadway, wo es eben auch unglaublich viele Läden gibt, gerade nicht Maruzen, ich komme nicht auf den Ladennamen, von denen es da, glaube ich, 6, 7, 8 Läden gibt. Mandarake, das kam mir doch noch in den Sinn. Mandarake gibt es da ganz viele, also auch und auch viele Gebrauchtgeschäfte und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel mein Steins Gate und mein Psychopass Blu-ray Set habe ich dort gebraucht gekauft im Nakano Broadway. Gerade für Figuren, Freunde, gibt es da ganz, 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 ganz viel. Wie kann man so lange im Flugzeug aushalten? Ja, wenn man seinen Traum erfüllen möchte von dem Japan-Jahr, dann nimmt man alle möglichen Leiden auf sich. Nein, im Prinzip, wenn man in der Lage ist, im Flugzeug oder im Transportmittel zu schlafen, dann ist es eigentlich nicht so wild. Schaust du Anime Raw? Aus Bequemlichkeitsgründen tatsächlich meistens noch nicht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich mal zumindest solche Slice-of-Life-Sachen wie jetzt in dieser Season beispielsweise Orange oder so mir mal gönne, Raw zu schauen. Hab's aus Bequemlichkeit aber einfach noch nicht gemacht.
Werde es jetzt aber im Auslandsjahr machen, weil das werde ich auch am Sonntag ankündigen, dass ich wahrscheinlich von den Seasons, die jetzt laufen, unglaublich wenig gucken werde in dem einen Jahr. Einfach weil es legal in Japan ein bisschen schwierig ist. Ich muss gucken, was immer so legal bei Nico Nikodoga zu schauen ist. Ansonsten werde ich wahrscheinlich ein bisschen Backlogging machen und mir einfach dann vor Ort im Tsutaya oder so oder in anderen DVD-Blu-ray-Ausleihläden dann Animes, Anime-DVDs herholen und dann mal so ein bisschen. Naja, eben auf Japanisch dann tatsächlich vor Ort entsprechend ein paar Serien, die schon lange auf der To-Watch-Liste stehen, aufholen und die dann natürlich entsprechend auch Raw gucken. Ein paar Sachen habe ich Raw geschaut, die ich ja auch im ersten Auslandsjahr gekauft und mit hierher genommen habe, wenn ich mal Anime-Abende mit Japaner oder Japanerinnen hier bei mir gemacht habe. Da habe ich jetzt zum Beispiel Psycho Pass habe ich mal komplett Raw durchgeschaut. Was haben wir noch? Haben wir Kokoro Connect oder Steins Gate noch reingeschaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ein paar Sachen ja, aber meistens welche, die ich schon kannte, wo ich also noch den Inhalt so und so wusste. Ja, aber aus Bequemlichkeitsgründen mache ich es meistens noch nicht. Sogar wirklich Geheimtipp ist der Nakano Broadway eigentlich nicht mehr. Ja, mittlerweile wurde er auch von unglaublich vielen YouTubern ja, abgedeckt. Mir wurde er 2013 noch von Nate, von einem Amerikaner damals empfohlen. Damals war er auf jeden Fall noch Geheimtipp. Oh, ja, jetzt wenn ich so bedenke, das ist auch schon wieder knapp drei Jahre her. Also ja, wahrscheinlich nicht mehr so ein Geheimtipp. Als ich letztens vom Urlaub kam, habe ich auch die japanischen Olympiaspieler gesehen. Mhm. Hast du schon mal im Kapselhotel geschlafen? Nein, habe ich noch nicht. Hatte ich auch im ersten Auslandsjahr schon immer mal vorgehabt, aber nie gemacht. Vielleicht schaffe ich es in diesem zweiten Auslandsjahr. Jan hat es, glaube ich, mal gemacht gehabt. Der hatte mir dann gesagt, dass es... und der ist ja ein bisschen größer und stabiler als ich. Und ja, es war halt beengt, meinte er, aber er konnte trotzdem gut schlafen. Und er hatte wohl dann so eins, wenn man so drinnen liegt, wo man noch oben einen Bildschirm an der Decke hat, wo man dann so hin und her schalten konnte, ein bisschen Fernsehen gucken konnte. Ich weiß nicht, ob das Standard in jedem Kapselhotel ist, aber ja, was halt ein bisschen gefehlt hat, war ja so trotzdem irgendwie die Privatsphäre natürlich. Aber irgendwie die Erfahrung wenigstens einmal gemacht haben, würde ich schon irgendwie gerne. Kann man nach Japan fahren? Meinst du jetzt mit Auto oder so? Und wie lange würde das dauern? Da fragst du was. Ich kenne Leute, die es mit Zug mal gemacht haben. Also die in Japan an der Westküste mit einer Fähre nach Korea oder... Nee, nicht nach Korea, nach China übergesetzt haben. Und dann von China mit dem Zug und dann über transsibirische Eisenbahn und so weiter bis nach Europa gefahren sind. Die waren dann, glaube ich... 4-5 Tage unterwegs gewesen, wenn nicht sogar länger, eine Woche oder so. Also einer, war das ein Holländer, der das machen wollte aus dem ersten Auslandsjahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das geht auf jeden Fall auch. Ach nee, Moment, oder war das Hayato, der das von hier Richtung Japan machen wollte? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist man einige Tage bis eine Woche unterwegs mindestens. Danke, werde mal vorbeischauen. Ah, genau, Tokna... Ich muss einfach nur die weiteren Kommentare lesen. Trockener Toast, ja, mit transsibirischen Eisenbahn. Nakano Broadway hatte ich meine erste Ferienwohnung. Das war super, ui. Da warst du dann bestimmt auch häufig shoppen, nehme ich mal an. Ja, mindestens eine Fähre braucht man natürlich zum Übersetzen, das ist klar. Bis da sind es, glaube ich, 7 Tage. Und dann von China halt irgendwie mit einer Fähre nach Japan. Also Fliegen ist the way to go. Und das auf jeden Fall. Ich glaube, man kommt dann mit Fliegen selbst von hier trotzdem billiger als mit der Eisenbahn und mit der Fähre bis dahin. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also wenn man so die billigsten Flieger nimmt über, keine Ahnung, Finnair, russische Airlines oder Emirates oder so, dann geht das wahrscheinlich. Hatte ich zumindest noch nicht auf dem Zettel. Okay, alles klar. So, ich muss aber nochmal die Frage an euch richten. Nekopara war ja, habt ihr ja schon gesagt, also zumindest die wenigen Wortmeldungen, die es gab, die haben sich Nekos gewünscht. Deswegen werden wir dann, denke ich mal, als nächstes Nekopara machen. Allerdings vorher nochmal eine ganz, ganz, ganz kleine Pinkel- und Bierholpause, weil mein Bier ist alle. Deswegen, ich muss mir mal ganz kurz einer alles ranholen. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen, Anmerkungen zu Japan, Anime, sonst noch was habt, dann könnt ihr sie noch gerne derweil stellen. Ich hole ein neues Bier und danach geht's weiter mit ein bisschen Nekopara an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Deswegen, ich verabschiede mich kurz für eine Minute, bin gleich wieder da. Achso, jetzt muss ich drauf achten, ganz kurz gucken, weil ich sitze hier ein bisschen, weil es so warm ist, ein bisschen untenrum luftig da, dass man das nicht sieht. So. Oh, ich habe vergessen, beim Spiel hier einzustellen, dass ich Gandemonium spiele, aber jetzt machen wir Nekopara.
Volume 1. Aktualisieren. Zwischenzeitlich auch mal einen kleinen Schluck nicht-alkoholisches. Das war das Zuwetter. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Mal ein bisschen die Tabs aufräumen hier noch nebenbei. So, und im Hintergrund kann ich schon mal Nekoparosh starten. Tja, Campari fragt gerade noch, wie denkst du, kann man am besten Japanisch lernen? In der Volkshochschule bringen sie nicht so viel bei. So, ich glaube, das muss ich gefühlt mal wieder ein klein bisschen leiser machen. Ich mache mal auf minus 15 Dezibel. Dann beantworte ich auch gleich die Frage, weil das scheint mir wieder zu leise. Machen wir mal minus 13. So, ich hoffe mal, so klappt das von der Abstimmung her. Aber wie, wieso zeigst du Nekopara nicht an? Wieso ist bei Nekopara Tales of Symphonia eingestellt? So, da haben wir es doch. Gut, dann mach ich mal das Hintergrundbild auch weg. Das irritiert dann da nur noch. Kann ruhig schwarz sein. Bloß nicht in der Volkshochschule, kann jetzt ein Selbststudium Genki empfehlen. Ich habe von dem Lehrbuch Genki tatsächlich auch immer aus unabhängigen, also nicht unabhängig, aber unabhängig voneinander von einigen Leuten oder Quellen gehört, dass das Genki sehr gut sein soll. Das Genki ist aber eben ein englischsprachiges Werk und es gibt eben Leute, die für die es nicht so gut ist oder die es nicht so mögen, eine Fremdsprache in einer anderen Fremdsprache zu lernen, also Japanisch als Fremdsprache in der Fremdsprache Englisch in einem englischsprachigen Lehrbuch zu lernen. Aber ich glaube, so vom Allumfassenden her habe ich auch immer gehört, dass das Genki das Beste sein soll, aber eben auch relativ teuer in der Anschaffung fürs Selbststudium. Ansonsten, ja, Tandempartner finden, wenn es irgendwie geht. Es gibt auch Seiten, ohne dass ich jetzt eine nennen könnte, vielleicht hat da irgendjemand einen Link parat, wo man online Tandempartner suchen kann, auch entsprechend der Interessen und so weiter. Hatte ich auch, glaube ich, mal irgendwas bei meinen Stellt vor, wie Florian Stellt vor, wie es auf dem Hauptstand, hatte ich mal so eine Seite mit drinne. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Also, oder wenn man eben das Glück hat, irgendwie, dass in einem Dorf oder in einer Stadt, in der man ist, es eine Japanologie gibt oder deutsch-japanische Gesellschaft oder eine Community, und dann eben einen Tandempartner zu finden oder ansonsten eben über diese Online-Seiten zu suchen und in direkten Kontakt mit einem Japaner auch tatsächlich versuchen, dann Japanisch zu lernen. Wobei Tandem natürlich dann der Sprachaustausch ist, im Sinne von, dass man natürlich auch ein bisschen Deutsch dann versucht, dem anderen beizubringen oder zumindest mit ihm Deutsch zu sprechen, immer so ein Win-Win-Situation natürlich für beide draus zu machen. Ja, also ja, Tandem, Genki als Buch eventuell und ansonsten ja, irgendwie andere Kurse außer Volkshochschulkurse. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas gibt. Vielleicht gibt es auch Uni oder irgendwelche Hochschulen, die Japanologie oder Japanischkurse machen, die öfters in der Woche sind als nur einmal in der Woche, was ja die meisten Volkshochschulen machen, an denen man als Außenstehender teilnehmen kann. Das weiß ich nicht. Da müsste man dann immer entsprechend nachfragen, aber das sind so spontan die Sachen, die mir einfallen. Genau. Da hat gerade Mithilium noch was gepostet. Da muss ich nochmal kurz gucken, was das für ein Link ist. Ich sehe, Mithilium ist ein absoluter Fellis-Liebhaber, wenn ich das so richtig sehe. Ich denke, dass es nicht die eine Lösung gibt. Damit hat Teilzeit Otaku natürlich auch recht. Am besten, man kombiniert halt irgendwie das Lernen verschiedene Methoden miteinander. Also einen Kurs besuchen oder Kurs nehmen, plus ein Lehrbuch zu haben, plus einen Tandempartner zu haben. Also sozusagen von allem etwas ist natürlich das absolut beste Setup, um gut Japanisch zu lernen. Deswegen, es gibt auch die meisten deutschsprachigen Lehrbücher funktionieren auch nie meistens gut ohne Anleitung, also ohne ein Lehrer tatsächlich einem Japanisch dann beibringt. Zum Genki kann ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung nichts sagen. Da kann ich auch nur aus dritter Hand oder zweiter Hand weitergeben, dass ich da eben Gutes gehört habe. Trockener Tod. Ah, VHS ist Volkshochschule, dachte an die alten Kassetten.
Ja, stimmt. Oh, da fällt mir ein. Da wollte ich noch ein Florian stellt vor Video machen, kurz bevor ich abfliege. Kleinen Augenblick. Wo du nämlich, wo Metilium gerade Erlin postet. Erlin ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Seite. Und Japanese Pop 101 haben, glaube ich, auch einen YouTube-Channel. Den habe ich sogar abonniert. Deswegen kann ich da kurz mal den Link schicken. Und dann noch eine Sache. Wo habe ich es irgendwo? Da liegt es. Ah, da muss ich kurz den Deck rein. Und zwar gibt es noch eine Seite, die jetzt wahrscheinlich, ich hoffe, ich schaffe es morgen oder übermorgen, die ich noch in einem Florian stellt vor Video aufnehmen werde. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es dann gleich sehen kann. Hier, http://anime-manga.gp. Das ist auch von der Japan Foundation, genauso wie Erin. Also auch ähnlich aufgemacht mit Videos und so weiter und so fort. Mit auch japanisch Kursen von der Japan Foundation. Aufgemacht für japanisch Lernende, die eben auch vor allem auf die Popkultur stehen. Also ja, http://anime-manga.gp. Ich weiß nicht, wo ich das her habe, als ich das Zimmer schon mal ein bisschen aufgeräumt habe für den Auszug, ist mir das hier nochmal, keine Ahnung wann und wo ich das aufgegriffen habe, in die Hände gefallen. Deswegen würde ich das hier auch nochmal vorstellen. Also das wäre zum Beispiel auch noch ein Tipp. Ich wollte kurz den Channel raussuchen und posten, wenn es nicht schon wer anders jetzt mittlerweile getan hat, weil ich immer so langsam bin, wenn es um den Chat geht. Oh, die eine Seite, die da Metilium gepostet hat, kenne ich noch nicht. Das ist DRKT for Japan, oder wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Mache ich mir mal ein kleines Bookmark dran. Vielleicht kann ich das auch noch vorstellen und tue so, als hätte ich es gefunden. Ich mal kurz einen neuen Ordner machen, anderen Ordner wählen. Lesezeichen. Neuer Ordner da. Nein, nicht da. Japanisch lernen im Web. So. Speichern. Jawohl. Zum Thema Fetisch. Mal gucken, was kommt da. Ja, da muss ich jetzt, glaube ich, mehr lachen, als ich es erwartet hätte. Ja, von Rosetta Stone habe ich nur missgehört. Völlig überteuert bei ganz seltsamen Lehrmethoden. Prim's Lure sagt mir gar nichts. Ja, deswegen Rosetta Stone würde ich auch ohne selbst die Erfahrung gemacht zu haben, und ich würde es mir auch nicht leisten wollen, nur um die Erfahrung gemacht zu haben und zu sagen, wie es ist, weil dazu habe ich dann auch nicht genug Geld, würde ich Rosetta Stone trotzdem generell von dem, was ich gehört habe, abraten. Ich wollte immer noch den Channel raussuchen. Kein Wunder, dass ich ihn nicht finde, weil ich bin mit dem falschen Account hier gerade, ich bin mit Flotaco drin. Ich habe ihn bei meinem Hauptchannel abonniert, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, hier Japanese Pod 101. Da haben wir auch den YouTube-Channel noch dazu. So, posten wir den auch noch. Nanu, deleted Link. Konnte Maskuliner nichts posten. Ich habe eigentlich nicht eingestellt, dass Links nicht erlaubt sind in den Twitch-Einstellungen. Deswegen alle anderen können ja problemlos posten. Zum Thema Tandempartner, da habe ich mal einen Brief von der japanischen deutschen Gesellschaft. Dort kann man kostenlos unverbindlich seinen Tandempartner suchen lassen. Ist das die Seite, die ich kannte? Was? Error 404 file not found. Fehlt da vielleicht noch irgendwas? Oder? Ach, das hat wahrscheinlich den Punkt mitgenommen. Okay, aus dem Link von Afrimastron, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Müsst ihr den, das ist außerdem der Punkt vom Satz noch im Link mit drin, müsst ihr den Punkt entfernen. Wenn, dann sieht sie mittlerweile anders aus, die Seite. Sagt mir auf jeden Fall nix. Ich meine, ich habe halt das Glück, dass ich hier an, naja, dass ich Japanologie-Student bin, an einer Uni mit einer Japanologie studiere und auch wir mit durch die Partneruniversitäten, die wir haben, regelmäßig japanische Studenten herbekommen und es somit relativ einfach ist, Austauschstudenten als Tandempartner ranzubekommen. Ich werde auch morgen Abend mein letztes Tandem machen, bevor es dann rüber geht, und habe auch drüben schon eine Tandempartnerin, die ein Jahr hier war, die in derselben Stadt wohnt, wo ich jetzt studiere, deswegen geht es da auf jeden Fall weiter.
dieselbe Hintergrundmusik liegt wahrscheinlich daran, die Hintergrundmusik, die ich immer spiele, ist von YouTube gestellt, weil es ist ja immer so eine Sache mit Rechten bei Musik und so weiter, dass man nicht gefleckt wird und dass man keinen Copyright-Strike und so weiter bekommt. Deswegen hat YouTube irgendwann mal vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren haben sie was eingerichtet, und zwar so eine Art Medieneditor oder Medienfile-Ordner, wo man sich sozusagen lizenzfreie oder Open-Source-Hintergrundmusiken raussuchen kann. Ich glaube, hier bei Video-Tools ist es. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen, wenn ich auf meinen Bildschirmaufnahme gehe. Nein, nicht da. Genau, und zwar hier bei YouTube, wenn man in die Video-Tools geht, dann gibt es hier diese Audio-Bibliothek. Und da kann man hier nach Soundeffekten und kostenloser Musik, die man eben, ohne dass man Angst haben muss, dass sie gefleckt wird, oder dass sie Copyright Strike oder irgendwas bekommt, kann man sich hier eben raussuchen nach Genre, unterteilt nach Stimmung und so weiter und so fort. Und die Musik kann man sich dann eben runterladen, in die Videos mit einbauen, und bei denen muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas passiert. Deswegen benutze ich das immer als Hintergrund, also so ein paar Sachen, die ich mir hier mal rausgesucht habe, als Hintergrundmusiken. Einerseits hier für den Twitch-Stream, da ich die dann später ja auch auf YouTube hochlade. Und andererseits auch als Hintergrundmusik dann und wann mal für die ein oder anderen Videos, die ich tatsächlich auf YouTube hochlade. Wie zum Beispiel die Season-Rückschau-Videos, wo auch immer so ein bisschen Hintergrundmusik im Hintergrund mit dabei ist. Hintergrundmusik im Hintergrund, doppelt gemoppelt. Das sind dann auch immer so meistens 3, 4 Titel, die ich so aneinander packe und dann in einem Loop schneide und so weiter, die aus dieser Audio-Bibliothek hier stammen. Ja, deswegen wird dann wahrscheinlich genau der Japanese Pod 101, Language Pod, nee, wie heißt der Channel? Gott, jetzt kriege ich den Namen nicht mehr zusammen. Wahrscheinlich eben genau dieselben Hintergrundmusiken da dann benutzen. Japanese Pod 101, genau. So, ich hoffe, das hat die Frage dann auch beantwortet. Bin ich dann beim Chat jetzt aktuell? Ich glaube ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal langsam, weil es geht Richtung gehen um 11. Bildschirmaufnahme wieder aus. Dass wir jetzt wirklich mal mit den Katzen hier anfangen. Ich mache noch schnell mein Bier auf. So. Falls wieder trotzdem meine Stimme irgendwie zu laut ist oder das Spiel zu leise und so weiter, könnt ihr es auch gerne sagen. Weil wir würden ja auch ein bisschen die Sprecherin von den unseren Catgirl-Damen jetzt hören. Ist es angenehmer, wenn man alleine nach Japan fliegt? Wieder eine Frage, die man pauschal weder so oder so beantworten kann. Kommt drauf an. Kommt erstmal drauf an, was man selbst für ein Typ ist. Ich könnte es mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, als Gruppenreise oder so nach Japan zu gehen, weil ich ein ziemlicher Individualist und egoistischer Mensch bin und einfach mein eigenes Ding machen will drüben und es auch kann, weil ich die Sprache genug beherrsche, dass ich mich durchschlagen kann, dass ich Bestellungen machen kann, weil ich weiß, wie ich mich vor Ort zurechtfinde. Und für mich ist es unglaublich viel angenehmer, alleine nach Japan zu reisen und da unterwegs zu sein. Für jemanden, der in der Sprache, in der Kultur und dergleichen noch nicht so fit ist, würde ich fürs erste Mal, also ich bereue das erste Mal, wo ich 2011 da war, 3 Wochen in einer Reisegruppe, überhaupt nicht, wenn es eben eine gute Reisegruppe, ein guter Reiseleiter, gute Reiseführer sind, ist es, glaube ich, so als erstes Reinschnuppern in Japan und eben auch die Hilfestellung, dass man jemanden hat, der Japanisch da sprechen kann und einen rumführen kann und zeigen kann, wie, wo und was alles funktioniert, fürs erste Mal vielleicht trotzdem nicht so schlecht, aber hängt eben auch davon ab, was für ein Typ man ist, ob man eher so individualistisch veranlagt ist. Das ist eigentlich die gesamte Diskussion Individualreise versus Gruppenreise, die je nachdem, für was man, wo man mehr Pro sieht, wo man mehr Contra sieht, wo man dann für sich irgendwie selbst entscheiden muss. Allein kannst du zumindest nur schwer dem Liebe im Flugzeugclub beitreten. Was? Ist das eine Anspielung? Was zum Teufel ist das für ein GIF? Okay, Katzen, ja, genau, und das ist das Stichwort. Ich hoffe, damit habe ich genug Fragen jetzt beantwortet. Ihr könnt sie natürlich auch weiter während jetzt des Spiels stellen, also werden wir in Ekopada machen. Ich werde natürlich immer dann und wann in den Chat reingucken und auch auf den Chat eingehen. Aber ich würde sagen, wir haben es genau 11 Uhr, jetzt legen wir mal langsam mal los. Die Hintergrundmusik läuft ja schon die ganze Zeit. Für die, die das Spiel noch nicht kennen, wir werden an der Stelle weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben ja schon ein bisschen gespielt gehabt hier. Zuletzt zum Monatsendstream Juli, wenn ich das hier richtig sehe. Ich hoffe, dass ich hier nichts irgendwie was übersehen habe. Auf Seite 10 oder so. Nein. Scheinbar haben wir dann... Ja, ich hab das Gefühl, dass wir aber schon mal weiter als das hier gespielt haben. Habe ich da vergessen zu speichern?
Haben wir nicht mal in irgendeinem anderen Stream nochmal weitergemacht? Ich bin irgendwie verwirrt. Ich bin verwirrt. Nun gut. Genau, das wollte ich zeigen. Dann, was auch noch ganz wichtig ist. Hier, da haben wir zum Beispiel die Voice Settings. Da können wir uns anhören, wie die Damen sprechen. Ja, also die Charaktere, die wir schon kennengelernt haben, in dem, was wir bisher gespielt haben, sind hier Chocola und Vanilla. Genau, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dass hier die Chest Bounciness auf jeden Fall auf ganz oben gestellt ist. Warum, das werde ich dann gleich zeigen, wenn es soweit ist. Wenn wir ins Spiel reingehen. Genau, Game Settings. Ich glaube, das war alles so okay. Es ist schade, dass man nicht, wie es bei GoGo Nippon und bei Tokyo School Life war, dass man hier irgendwie so zwei parallel einstellen kann. Nee, das ist dann wirklich nur das Menü, was man leider auf Japanisch geht. Schade. Aber na gut. Ich würde sagen, Data Load. Ich guck noch einmal in den Chat. Ist auch was für den Oppai-Flow. Ja, ja, auf jeden Fall, das war ein... Moment mal, nee, das ist schon das nächste Bild. Schon der nächste Link. Schauen wir mal, was Rico da gepostet hat. Okay, wo ist das ja? Das ist aber nicht Bakemonogatari oder irgendwie sowas in die Richtung, oder? Aber du musst mir auf jeden Fall verraten, wo dieses Mädel vorkommt, wenn das aus irgendeinem Anime ist. Das ist doch... Das ist schön, das ist schön. Liebe im Flugzeugclub hat dir letztes Mal schon Jan, also Jan, erklärt. Fliege im Flugzeugclub. Oh Gott. Erinnere ich mich vielleicht schon nicht mehr dran. Aber ich war in dem Stream, den wir bei Jan gemacht haben, weil ich da nicht die ganze Zeit reden musste. Er das manchmal übernommen hat, konnte ich deutlich mehr Bier trinken als sonst. Deswegen, da war ich auch ziemlich durch dann und ziemlich gut angetrunken. Deswegen, vielleicht weiß ich das einfach nicht mehr. Mein Reiseführer konnte nicht mal Japanisch. Als wir im Restaurant waren, hat er versucht zu sagen, dass ich jetzt zahlen will und fing an mit Konokanojoba. Oh Gott. Sollte man den Hotel mit Flug buchen oder erst buchen, wenn man dort ist? Ich würde vorher buchen. Also buchen, wenn man erst vor Ort ist, finde ich ein bisschen spät. Ich habe ja auch mein Hotel jetzt für die ersten Tage schon jetzt im Vorfeld gebucht. Es ist mir einfach viel zu unsicher, wenn man erst ankommt, dann ein Hotel zu finden. Neko Monogatari. Also auf jeden Fall aus dem Monogatari-Franchise hätte ich mir denken können. Neko Monogatari. Der Name ist Programm, würde ich mal sagen. Also... ja, also Hotel würde ich immer mit Flug buchen, also auf jeden Fall bevor man hinreist. Am besten, wenn man irgendwie eine bestimmte Reiseroute hat von Stadt zu Stadt, die man machen will, schon im Vorfeld von dann und dann immer pro Stadt die Hotels buchen, bevor man überhaupt da ist, weil ansonsten kann das in Stress und in Schwierigkeiten ausarten. So, jetzt laden wir aber endlich mal hier den Spielstand. Nee, doch, ja, hier waren wir schon mal gewesen. Trockener Toast spielt Fallout 4. Wird das euch gerade auch angezeigt? Nee, wird euch nicht angezeigt. Konnte ich gerade nur sehen. Okay. Wichtig, warum Chest Bounciness ganz groß machen? Ich mache mal gerade was vor. Wie komme ich nochmal ins Menü rein? Wenn wir jetzt die Chest Bounciness ganz weit runter machen und zurückgehen. Und wenn ich jetzt, weil ich das ja hier im Fenster spiele, das Fenster hier so ein bisschen wackele, da bewegen sie sich zwar... Aber, naja, viel passiert da nicht, ne? Aber wenn wir jetzt die Chest Bounciness ganz hoch machen, wieder zurückgehen und dann wackel ich mit dem Bild. Oh. Hm, vor allem links bei Schokolade drauf achten, ne? Das ist... Ja, aber ich glaube, es kommen noch weitere Charaktere, wenn ich das richtig gesehen habe, wo da noch ein bisschen mehr tatsächlich auch überhaupt wackeln kann. Gerade rechts Vanilla, die gerade gesprochen hat, da ist... Ja, das ist... Na gut, aber vielleicht verdeckt die Kleidung auch ein bisschen was. Man weiß es ja nicht. So. Was hat Methylium jetzt noch gepostet? Muss ich trotzdem nochmal ganz kurz reingucken. Das ist jetzt hier der absolute GIF und Hintergrundbild oder keine Ahnung was. Battle hier im Chat mit wer hat die süßesten Neckos oder so. Schauen wir mal. Okay, wer hat das gefotoshoppt? You're my master tonight. Ja, ja. Okay, ich lass mal den... Ach komm, Flat is Justice. Ja, Flat ist zwar, also...
Wie sollen wir es ausdrücken? Oh, in welchem Anime war das gerade, der mir eins der besten Zitate zu Brüsten überhaupt gegeben hat? In großen Brüsten, also im Oppai, da stecken die Träume und Wünsche der Männer. Und in den kleinen Brüsten, da stecken die Hoffnungen. Ich muss sagen, dass ich lieber erfüllte Träume und Wünsche habe als potenziell nicht erfüllbare Hoffnungen, aber ja, Flat is Justice. Jeder, der da ein Liebhaber von ist, ich kann den Reiz auf jeden Fall verstehen. Aber wie gesagt, lieber erfüllte Träume und Wünsche als die Hoffnung darauf, dass daraus noch was wird. Ich bevorzuge Vanilla trotzdem immer noch. Ich auch. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich habe meine Best Waifu hier in dem Game noch nicht gefunden.